Kleiner, großen Unterschied. Gehen wir rein am heutigen Abend. Blue Devils Weiden gegen die Star Bulls Rosenheim. Los geht's. Reiter Pass, Stefan Reiter gleich. Weil nicht Native Speaker oft schwierig, muss man auch sagen. Auch definitiv. Bei, natürlich auf beiden Seiten hier genau, auch. Genau, bei ja. Rosenheim die Nummer 57, Charlie Sorrow. Oh, gute Möglichkeit. Hier ist Pool, ja, war hier auch Muttersinn allein auf einmal vor Oscar Autio gestanden. Ah, oh, Lukas Wandtuch, gut und nachgefasst. Und schön nochmal nachgespitzelt. Oder hinter die Scheibe am Ende, ja. Da haben wir nochmal kurz drauf. Genau. Ja, super. Und dann, ja, war es irgendwie. Ah, schön eingefangen hier von den Grabencamps. Und verliert hier die Scheibe auf den Stock. Somit geht schnell auf die andere Seite. Schuss! Auch gefährlich hier, Sebastian. Ja, ganz nochmal schnell. Ganz, ganz schnell war das. Der wieder Jäveleinen dabei natürlich, was sonst. Oh, da war. Ja, da geht es jetzt genauso wie mir. Wir waren ja kurz die Spucke weggeblieben. Schuss! Dem Goldhelm auf Seiten der Gäste. Und Fabian Rynitzky. Ja, Stefan Reiter. Sagt da auch nochmal gerne ein paar Worte, ist ganz klar. Ja, war eine gute Chance, bleibt hier liegen. Auch bekannt noch aus Bad Tölz damals. Topscorer gewesen mit Tyler Ward mit damals. Tyler Ward zusammen in der Reihe. Schuss! Aufs kurze Eck. Schön alleine durchgezogen, hat auch Platz. Schießt dann selbst. Wäre vielleicht auch nochmal der Pass zu. Ja, in die Mitte gewesen, oder? Ja. Hat sich bewährt mit den Grabencams. Das ist eine schöne Geschichte. Fangt mal gute Bilder ein. Ja, der Pass kommt nicht an. Somit sofort schnell rein. Nochmal abgelegt. Jetzt nochmal für ihn. Nein. Ah. Ich erinnere mich an, das will ich gar nicht aussprechen. Schönes Zusammenspiel hier. Ölsner für ihn nochmal. Schönes. Schöner Doppelpass. Wahnsinn. Gut gemacht. Ja. Auch wieder sehenswerte Chance. Aber Auto zur Stelle. Genau. Ja, Charlie Zerow mit seiner Scheibe und Abpfiff. Ja, schönes Spiel. Chancen hüben und drüben. Beiden. Puck, drop, go. Ja, Zerow gewinnt. Scheibe geht aber an die Beine. Oh, da ist ein kleiner Unaufmerksamkeit. Wenn man dann hier an der feuchten Stelle hängen bleibt oder ähnliches, so kann man natürlich keinem zumuten am Ende. Da muss man natürlich Vorsicht walten. Lass uns schon zu Tor! Hauner! Norman Hauner! Ein unglaublicher mit Winkel. Dem 0:1. Ja, da war er einfach der Schnellere und Wachere. Dreht hier nochmal ab. Dreht er nochmal einen Kreis. Ja, zieht ab und dann ist das Ding drin. Da haben wir nochmal drauf. In die Hintertorperspektive. Einfach schön. Wenig gegen Wandtuch. Gleich der Schuss. Tor. Nein. Der Hauptschiedsrichter hat Nein gesagt. Oi. Sofort abgewunken. Jetzt wird es natürlich etwas ruppig dadurch. Da haben wir nochmal kurz drauf. Ja, haben sich schon alle gefreut. War da wohl nicht drin? Nee, da war nichts. Da muss. Nein, der war wirklich Ping-Pong. Ja. Posten links, rechts oder andersrum, je nach Sichtweise. Und Lina wieder raus. Ölsner jetzt hinterher. Ja, und jetzt wieder rausgehen. Und dementsprechend sofort schnell auf die andere Seite. Kommen hier mit Geschwindigkeit rein. Abgelegt. Ah, gefährlich. Und da fällt das zweite Tor. 2-0. Und du hast es noch vor Spielbeginn gesagt. Der junge Spieler Zwickel. Gut mitgelaufen. Cookie abgelegt. Und Zwickel, Sebastian Zwickel, das Eingewächs, steht bereit und macht das Ding rein, kann auch Alavina nichts mehr machen. Zum 0:2 für die Gäste aus Rosenheim, Sebastian Zwickel. Jetzt Möglichkeit. Luca Gläser! Nein. Auch guter Schussversuch hier. Abgelegt, oh, bleibt die Scheibe drin. Schön drin gehalten. Ist wieder gut geblockt. Ja, und gut jetzt gehalten, ist der Handschuh drauf. Gut gehalten von Alavina diesmal. Super gemacht. Nochmal drauf.
Ja, da war die Scheibe ja über den Schoner drüber und dann zugepackt mit der Fanghand. Aber trotzdem nächsten Angriff hinein. Esro legt ihn nochmal an die Blaue. Und jetzt nochmal ein Tor! Ja. Nächstes Tor für die Gäste aus Rosenheim. Auch wieder gute Kombination hier. Die Borski und Henner. Und dann geht das Ding hier in die Maschen. Beiden Verteidiger spielen sich da die Scheibe zu. Ja, schöne Kombination. Muss man offen und ehrlich sagen. Und dann auch gezielt geschossen. Ja. Das Ding oben rein. In den linken Giebel. Alles voll mit Weißen. Der Wort. Ja. Jetzt sofort neuer Angriff, der und Tor. Zektibowski mit dem 0:4. Einiger Pärchen. Schönes gutes Zuspiel von Cookie. Gut gesehen. Und dann geht er auch wieder oben schön in den Giebel hinein. Aus meiner Sicht ist noch nichts verloren. Erst wenn der Schiri pfeift, ganz am Ende, wenn 60 Minuten vorbei sind. Aber die gute Defensivleistung von Rosenheim macht es den Weinern wirklich schwer. Jetzt die nächste Möglichkeit. Tor! Ja, das ist wichtig, kurz vor Ende des ersten Drittels. Das müsste Youngster. Er motiviert jetzt nochmal seine Leute. Ja, schönes Ding. Und da kann Oscar Audio auch gar nichts machen. Also sowas muss halt mal reingehen. Ja, schön. Wirklich super. Freue mich für den jungen Kerl auch, dass er getroffen hat. Naja, eins der. Was wird gewesen sein in dem Drittel? Rosenheim mit 4 Treffer, Weiden mit 1. Ja, macht trotzdem Laune, auch wenn jetzt Rosenheim das unglaubliche 15 Minuten hatten. Als das reingehen könnte ins dritte Drittel. Los geht's auf den Schluss. Sofort hier auch wieder tief reingespielt, bleibt aber an der Platte hängen. Ja, jetzt geht's weiter hier über Fabian Voigt. Voigt, haben abgelegt! Da war Elias Pool eingelaufen. Das war eine sehr, sehr gute Idee, aber nicht vollenden können. Ja, jetzt sind gefühlt auch die Weidner mehr am Drücker, haben mehr Spielanteile in diesem Drittel. Jetzt wieder Bruch über Voigt. Kolb und Tor. Wo ist die Scheibe? Die ist drin! Ja. Die ist drin, Sebastian. Wo ist die jetzt reingegangen? Gar nicht gesehen. Ich habe es nur noch flattern sehen, oben im Tornetz. Knappe Geschichte, schauen wir noch mal kurz drauf, wie die da oben irgendwie reinflattert über die Schulter und dann war sie wirklich drin. Ja, war Maxi Kolb. Ja, Elias Puhl freut sich hier. Wie ein kleines Kind, wollte ich schon fast sagen. Auch Maxi Kolb hat das schon im Interview gelobt. Eine sehr, sehr gute Stimmung heute. Schuss! Nochmal abgelegt, Reuter! Auch nochmal drüber. Mit der Hand schön weiter mitgespielt, aber weiter geht's. Kolb, Schuss und wieder abgefälscht. Unglaubliche Szenen hier in der Handschlepp-Arena. Ward spielt sich durch, liegt am Abend. Wow! Niklas Lenger mit dem Anschlusstreffer zum 3:4. Schauen wir nochmal drauf. Und auch schön abgespielt. Hier sieht Tyler Ward den freistehenden Niklas Lenger anlaufen. Ja, David Oesner bereit gestanden. Hatten auch die Gäste was dagegen. Möglichkeit jetzt? Nein. Jetzt geht es natürlich raus und vermutlich ins Tor, ins Verwaiste. Ja, der Weidner hatten ihre Möglichkeiten. Und ein Bierbecher sucht den Weg auf das auf Eis. Die Eisfläche. Ja, das muss natürlich nicht sein, muss man ganz ehrlich sagen. Also, scheiße, der Schmarrn, sowas zu machen. Gehört sich nicht am Ende. Ja. Aber gute Möglichkeiten, der Weidner hat eine Möglichkeit auf den Schläger. Ja. Und dann natürlich.